Der wohl offensichtlichste Fall ist, dass eine Gerade eine Ebene schneidet. Hier schneidet die blaue Gerade die rote Ebene. Dann gibt es genau einen Schnittpunkt S. Die zweite Möglichkeit ist, dass eine Gerade parallel zu einer Ebene ist. Und die dritte und letzte Möglichkeit, dass eine Gerade in einer Ebene liegt. Wichtig ist, so etwas wie eine windschiefe Lage von Geraden und Ebenen gibt es nicht. Ist eine Gerade nicht parallel zu einer Ebene, so muss diese zwangsläufig irgendwo die Ebene schneiden. So, wie sieht das Ganze mathematisch aus? Dabei hilft uns Jan. Er hat die Gerade G und die Ebene E gegeben. Die Ebene ist, wie er sieht, in der Koordinatenform. Jetzt stellt er sich natürlich die Frage, wie er denn die Gerade mit der Ebene schneidet. Der Trick ist, dass man die einzelnen Zeilen der Gerade in die Ebenengleichung einsetzt. Hä? Jan muss dazu einfach die einzelnen Zeilen der Gerade herausschreiben. Die x1-Zeile ist 3 plus 2t. Die x2-Zeile ist 4 plus t und die x3-Zeile ist 7 minus t. Und das wird jetzt einfach in die Ebenenform eingesetzt. Also die x1-Zeile in x1 und so weiter. Wichtig hier ist, dass du die Klammern setzt. So, Jan kann jetzt ausmultiplizieren. 2 mal 3 ist 6. 2 mal 2t ist 4t. 5 mal 4 ist 20. 5 mal t ist 5t. Dann noch minus 7 und minus mal minus gibt plus, also plus t. Gleich 49. Vereinfacht 10t plus 19 gleich 49. Und aufgelöst t gleich 3. T gleich 3 muss Jan jetzt noch in die Geradengleichung einsetzen und erhält dann den Schnittpunkt S974. Wir fassen also zusammen. Wenn du eine Gerade mit einer Ebene schneiden willst, musst du einfach die einzelnen Zeilen der Geradengleichung in die Koordinatenform der Ebene einsetzen. Natürlich kann es auch sein, dass Ebene und Gerade sich nicht schneiden. Dann sind sie parallel. Da du ja vorher nicht weißt, wie Gerade und Ebene zueinander liegen, ist die Vorgehensweise die gleiche. Du setzt die Zeilen der Gerade in die Ebene ein und löst in unserem Fall nach t auf. Wenn Gerade und Ebene parallel sind, dann wirst du aber kein Ergebnis für t erhalten, da es ja keinen Schnittpunkt gibt. Beim Rechnen wirst du dann sowas wie 8 gleich 1 erhalten, also irgendeine Aussage, die nicht wahr sein kann. Okay, es mag zwar ein paar Freaks geben, die behaupten, sie könnten die Wahrheit dieser Gleichung beweisen, aber seien wir ehrlich. Erstens, es sind Freaks. Und zweitens, 8 ist nun mal nicht gleich 1. Dann weißt du, es gibt keinen Schnittpunkt und damit sind Gerade und Ebene parallel. Jetzt noch die letzte Frage. Wie erkennst du, ob die Gerade in der Ebene liegt? Wieder dieselbe Vorgehensweise. Aber dann erhältst du eine Aussage wie zum Beispiel 5 gleich 5. Das heißt, irgendetwas, was für alle t gilt. 0 gleich 0, minus 10 gleich minus 10 oder minus 345 pi gleich minus 345 pi. Ihr versteht, was ich meine. Damit hat die Gleichung also unendlich viele Lösungen und die Gerade muss in der Ebene liegen. So, jetzt haben wir behandelt, wie eine Gerade zu einer Ebene liegen kann. Jetzt geht es weiter, wie zwei Ebenen zueinander liegen können. Der erste Fall ist wieder der klarste. Zwei Ebenen schneiden sich. Das Besondere dabei ist aber, dass dann eine sogenannte Schnittgerade entsteht. Hier also die blaue Gerade. Du musst dir also merken, dass zwei Ebenen sich nie in einem Punkt schneiden, sondern in einer Schnittgeraden. Zweite Möglichkeit ist, dass zwei Ebenen parallel zueinander sind. Dann gibt es keine gemeinsamen Punkte. Dritte und letzte Möglichkeit ist, dass die Ebenen gleich sind. Das heißt, die eine Ebene liegt in der anderen. Auch wieder, so etwas wie windschiefe Ebenen gibt es nicht. Jan hat zwei Ebenen E und H in Koordinatenform gegeben. Er soll die Schnittgerade der Ebenen bestimmen. Um dies zu lösen, muss er ein lineares Gleichungssystem, kurz LGS, aus den beiden Ebenen aufstellen. Wenn du noch nicht weißt, wie man ein LGS löst, sieh dir unser Video dazu an. Da wir hier ein LGS mit zwei Gleichungen und drei Unbekannten haben, müssen wir eine unbekannte Variable setzen. Wir sagen einfach mal x3 gleich t. So, jetzt bist du an der Reihe. Löse das LGS. Bis gleich.
Das LGS hat letztendlich die Lösung x2 gleich 5 minus t und x1 gleich 4 minus t. Aber wie zum Teufel erhalten wir jetzt die Schnittgerade? Eigentlich hast du sie damit schon gegeben. Du musst nämlich deine Lösung des LGS, also die Zeilen der Geradengleichung, ansehen. Und die setzt du jetzt einfach wieder ein. x1 gleich 4 minus t in die erste Zeile und so weiter. Kleiner Tipp, x3 gleich t ist nichts anderes als x3 gleich 0 plus t mal 1. Natürlich kann es auch sein, dass Jan zwei Ebenen in der Parameterform gegeben hat. Dann muss er, um die Lage zu bestimmen, die Ebenen gleichsetzen. Daraus kann er ein LGS aufstellen mit den Unbekannten R, S, U und V. Wenn dieses LGS keine Lösung hat, dann haben die Ebenen keine gemeinsamen Punkte und sind damit parallel. Um aber die gegenseitige Lage von Ebenen zu bestimmen, musst du nicht immer ein LGS aufstellen und dieses kompliziert lösen. Du kannst als ersten Schritt nämlich auch die normalen Vektoren der Ebene vergleichen. Wenn diese nämlich in die gleiche Richtung zeigen, also ein Vielfaches voneinander sind, sind die Ebenen parallel. Und wenn du dann noch eine Punktprobe machst und diese erfolgreich ist, also ein Punkt der einen Ebene auf der anderen liegt, dann sind die Ebenen sogar gleich. Also eine Ebene liegt in der anderen. Ist die Punktprobe nicht erfolgreich, also ein Punkt auf der einen Ebene liegt nicht auf der anderen und die normalen Vektoren zeigen in dieselbe Richtung, dann sind die Ebenen parallel, aber nicht gleich. Zeigen die normalen Vektoren nicht in die gleiche Richtung, dann musst du erst das LGS aufstellen und dann die Schnittgerade zu bestimmen. Tipp: Falls du nicht beide normalen Vektoren gegeben hast, weil die Ebenen in einer anderen Form sind, sondern nur einen und dazu einen Spannvektor der anderen Ebene, kannst du auch mit dem Skalarprodukt überprüfen, ob der normalen Vektor senkrecht zum Spannvektor ist. Dann sind die Ebenen auch parallel. Das war's auch schon mit unserem Video zur gegenseitigen Lage.